Ich bin die Birgit Netzle vom Asamschlössl in Thalkirchen in München und ich stehe hier in einer wunderbaren Idylle in unserem Schlösselgarten, einzigartig, eine richtige Oase. Ich lade euch herzlich ein zu unserer Spargelsaison. Wir haben Spargelgerichte und Spargelspezialgerichte vom Feinsten. Wir freuen uns, dass unsere Stammgäste immer wieder zur Spargelzeit auch so häufig besuchen. Der ist so schön wieder. Und natürlich haben wir nur einen Spargel aus Schrobenhausen, weil ich bin von der Qualität einfach überzeugt. Das ist ein so hervorragender Spargel im Geschmack und auch optisch, muss ich sagen, es ist ein 1A-Spargel. Und jetzt kommt gleich der Küchenchef, der Schorsch, und der wird nachher gleich mit mir ein bisschen Spargel schälen, weil das ist ja auch ganz wichtig, dass der Spargel richtig gescheit ist, sonst schmeckt er ja nicht, sonst ist er ja fasrig. Ja, und bei mir gibt es nur einen Schrobenhauser Spargel, weil ich bin überzeugt von der Qualität. Und der ist halt auch immer frisch. Ich bin 5 Minuten von der Großmarkthalle entfernt. Und wenn der Bauer den Spargel in der Halle abgibt, dann haben ich eine Stunde später in meiner Küche drin. Und frischer geht's nicht mehr. Und da habe ich natürlich auch immer einen schönen Spargel, kann man am besten aussuchen. Und das ist wunderbar. Also jetzt trinken wir erst einmal einen Schluck, gell, damit wir den Spargel gut schälen. Prost! Schön. Ja, auf geht's! Ah, keinen Wette. Zur Wette. Wer schneller? Wer ist schneller? Aber gescheit, gell? Nur schön. Nur gut. Schön. Keine Ritzen und nichts dazwischen. Oh, der findet gescheit. Ah ja, ich schäle ja gescheit. Und lässt er sich gut schälen. Ja, also ein wie Drauf. Butter. Wie Butter. Das ist halt, wenn ein frischer Spargel aus der Halle kommt, dann hast du kein Problem mit dem Schälen. Da kannst du ihn fast so essen. Der ist herrlich. Wie ist das mit der Wette? Die Wette gut. Wie viel hast du denn schon? 5. 5? Oh je, da muss ich aber locker weiter. Ja, ich bin nicht so geübt, gell? Er macht das jeden Tag. Ich mache das jetzt gerade mal wieder für. Aber es geht schon. Fürs Fernsehen. Was? Verlernt haben sie es noch nicht. Muss ich schon sagen. Ja, ich meine, was man kann, kann man halt. Gell? Das ist ja nicht so, dass man das verlernt. Wie das Radlfahren ist das. Wer kocht jetzt den? Ja, wer kocht den? Ja, das können wir auch ausknobeln, wir zwar. Schauen wir mal, wer den kocht. Gell? So, den haben wir schon. Den haben wir schon. Ja, ich habe schon 5. Schau her, jetzt kann ich mir schon wieder nachfassen. Oh, da habe ich einen Brummer erwischt. Schau. Den der wir an Salat rein. Ja, so her. Er ist so frisch, der spritzt richtig. Das ist so toll. Heute früh in der Halle, das war wieder eine solche Mordsgaudi. Ich gehe so gern da einkaufen. Das ist einfach Spaß, Vergnügen. Pur, wenn es die Ware ist. Bitte, gell? Danke, nicht. Das ist aber nett. Ja, und so schaut er dann aus. Unser frischer Schrobenhauser Spargel mit Wacholderschinken. Ja, Prost! Ja, wir haben ein großes Jubiläum. 22 Jahre gibt es uns jetzt hier im Asamschlössl. Und aus diesem Grund wollen wir mit allen unseren Stammgästen und Freunden hier feiern. Und zwar nicht an einem Tag, sondern ein halbes Jahr lang haben wir heute am 22. April angefangen bis zum 22. Oktober die Augustinermass für 5,55 Euro Jubiläumspreis. Und das ist der Hit überhaupt. Also Prost!